So, wo müssen wollen wir, tun wir jetzt hin? Na, hier oben müssen wir wieder hin. Auf die Brücke oder was? Ich habe jetzt hier mit. Ich habe aus Versehen mit Hafner gesprochen. Ja, weil du da langgelaufen bist. Wir kommen rein ins Gespräch. Ja. You mean to reach Moonrise. And I have orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep, even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Cool. Oder halt viertens, bist ein Einzelgänger. Kannst mich mal nicht, sei mir mal nicht im Weg. Hab dein Ziel. Splendid. Haben wir denn den Segen noch? I'll mark your map, should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. Ach, Alter, leck dein Stream, Alex. Hab ich ja gesagt, das ist ja ein Coder. Der geht jetzt langsam hoch, der ist schon bei 3,3%. Versteh bloß nicht warum. Kann ich auch nicht sagen. Vielleicht weil wir jetzt wieder in offenen Gelände sind. Nee, das hat mit sowas nichts zu tun. Ich hatte da auch nur Probleme bei bestimmten Spielen damit. Aber ja, Alex hat jetzt doch schon recht viel probiert, also. Weiß ja nicht, ob was Baldur's Gate bei dir läuft, aber dein Rechner hatten wir ja auch schon mal. Das Thema läuft ja jetzt nicht am Anschlag, wenn du jetzt einen Affengriff machst und mal guckst, wie die Festplatten laufen, der Prozessor, die Grafikkarte. Weil wenn deine Festplatte auf Anschlag läuft, dann kriegst du im Encoder auch so Fehlsachen. Du musst aber Taskmanager auf dem anderen Bildschirm quasi offen lassen und im Spiel dich bewegen, weil das Spiel sonst gedrosselt wird, wenn du quasi raustappst. Mach ich schon, David. Okay. Aber ich glaube, das war bei mir wirklich mal, weil ich das auf der langsamsten Festplatte, die ich im Rechner ablaufen lassen habe. Und dann hat er Probleme bekommen. Also keine SSD, sondern noch wirklich die eigentlich nur zum Abspeichern HDD war. Aber ich habe ja nicht mehrere Festplatten drin. Na doch, zwei, aber. Richtig, aber du hast ja eine SSD und eine M2 drin, glaube ich. Oder zwei SSDs. Also, eine M2 ist ja irgendwie auch eine SSD, aber naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, warte, ich kann ja gleich nochmal kurz speichern. Hier ist jetzt. So, also die Alex. CPU ist bei 72%, die Nvidia-Grafikkarte bei 77%. Arbeitsspeicher bei 71%. Sind die Festplatten? Bei 0% beide. Geht gar nicht. Sollte nicht der Fall sein, ne? Datenträger 1 ist bei. Okay, na, das schwankt immer zwischen 0 und 10%. David, warte mal, bevor du weiter rennst. Müssen wir mal kurz selber gucken. Ich glaube, da geht's weiter. Lass dir erstmal zu uns kommen gleich. Ja, aber ja, da weiß ich auch nicht, wo dran es liegt. Warum? Aber bei mir sieht auch soweit alles voll schicki aus. Ihr könnt das Spiel sogar noch wesentlich höher einstellen. Meine Grafikkarte läuft auf 50, mein CPU läuft auf 40, Arbeitsspeicher auf 36 und Grafikkarte, das da unten, was Internet ist, läuft zwischen 10 und 3 und ja, okay, Alex hat recht, die Festplatten laufen auf 0. Man könnte schon fast Schach spielen hier im Game. Ja, wir sind auch keine Computer-Nerds, meine Lieben. Wenn ihr da einen Hinweis habt, dann sagt uns da auf jeden Fall gerne Bescheid. Also jetzt im Stream oder dann später, auch wenn das als YouTube-Folge rauskommt. Das ist immer sehr hilfreich. Der wird nicht so weit nach vorne rennen. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, woran es liegen könnte. Dass der da so hoch geht. Leckt es jetzt immer noch im Stream, oder? Nö, jetzt ist flüssig. David. Der will sich nicht umgucken. Rechts sind auch Gegner, habe ich gerade gesehen. Ja, vor uns sind Gegner, Alex, pass auf. Die siehst du da schon rechts. Warte, da. Something over there. Wollen wir erstmal den Gegner machen, David? Ja, hier ist eine Falle, warte mal, lass mich die erstmal. Achso.
Ich loote noch, ja, ich bin hinter dir, da. Alex. Komm, David. Okay, willst du erstmal. Ja, halt überall alles gelootet, Leute? Nee, noch nicht. Ich hab einen Schlüssel für Kisten. Schaudin, aber ich würde mich auf jeden Fall anschleichen, wenn ich du wäre. Ja. Alter, 68, okay, ist schon heftig. Naja, deswegen, wir müssen uns jetzt hier schon aufstellen. Oh, ich bin hier hinten. Can't risk being in open view. Könnte auch, da hat noch eine andere Position. Bleibt Yuzen am besten da stehen, wo er ist. Ja. Also ich kann jetzt auf jeden Fall einfach, also zwei kann ich anschießen. Zwei gleichzeitig? Nein, nicht gleichzeitig. Ich kann Zweier anschießen mit meinem Angriff. Also nicht gleichzeitig. Ja, aber klar, kannst du machen. Dann sind alle bereit. Jetzt sucht immer noch Buffen. Speicher! Ich hab die Attacke noch nie eingesetzt. Kann ich die hätte immer noch so ein Wort. Aber flott. So mit Doppel-T. Ja, ich wollte schon sagen, eigentlich mit Doppel-T. Hast du das nicht das erste Mal, dass David gesagt hat? Okay. Dann greife ich an. Yo. Die sind überrascht. Zack. Alter, teilt ja gut aus, die Attacke. Und sogar genug Kreis. Hat bloß bei ihm nicht so viel gedacht. Mal vorher gucken sollen, was die immun sind oder so. Ach, Resistenz gegen nichts. Okay. Ja, wir dürfen nix auf sie werfen, okay. Nix? wir dürfen nix. Okay. Okay, ich könnte hinrennen. Ne, bleib mal hier einfach stehen, Yuzen, nicht da reinrennen. Ich könnte mit meinem Amulett reden. Okay. Soll ich mal gucken, was passiert? Oder? Oren? Passiert nichts. Will vielleicht nicht mit mir reden. David, auch wenn es verlockend ist, irgendwie immer anzugreifen oder so, es wäre besser, wenn du weiter hinten bleibst. Nicht, dass sie dich angreifen. Deswegen bin ich noch hier oben, ja. Es wäre schon gut, wenn du da hinten stehen bleiben würdest, irgendwie. Naja. Weil die gehen tendenziell eher auf dich. Nee, ich habe eine höhere Rüstungsklasse. Du hast die falsche Hautfarbe. Oh, okay. Na, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, wo ich jetzt hier eine 20er Rüstungsklasse habe, meinen sie mich. Okay. Naja. Dann renn vorne rin, wenn du der Meinung bist. Ja, außerdem kann ich mich noch in Bären verwandeln. Wegen den paar. Okay, ihr macht das schon. Yuzen, wir warten auf dich. Ja, das ist noch schön zu hören. Wieso ist du bis gerade nicht so. Yes. Immer Rinder, Yuzi. Dann ja, würde ich sagen, würdest du noch einen Step nach vorne machen, vielleicht so nach hier und dann da stehen bleiben? Und Waffen wechseln. Ah! Oh, hätte ich vorher sagen sollen, scheiße. Ja. Neben uns, Alex? Kann sich teleportieren, ja. Ja, hab einen umgeworfen. Hast du sie gesehen? Wenn sich nicht teleportieren, ist mein Anfang. Naja, der kann sich auch teleportieren. Das ist das, was ich gemeint habe. Und sie greifen David an. So wie gesagt. Ja, aber ist ja egal, wo ich stehen würde, wenn sie sich zu mir teleportieren. Also. Richtig. Bei Flip Tyler hat es jetzt auch nicht so viel geholfen, sag ich mal. Yuzi, kümmerst du dich um den, der bei David steht hier? Jo. Dann kümmere ich mich bei dem, der bei Pilot steht. Er liegt. Ich habe ihn umgehauen. Gute Fähigkeit, Junge. Passiv und so. Genau, bei der jetzt bei mir ist noch einer, ne? Ist der egal. Ja, der kommt ja zu uns. Richtig. Okay. Ich würde mich jetzt so in einen Eulenbär verwandeln. Warum? Wenn du die ganze Zeit als Eulenbär rumrennen willst, bitte sehr. Na, soll ich mich heilen? Und brauche ich ja nicht.
Kannst auch mit irgendwas in der Art angreifen, wenn das was gut ist. Naja, mit dem Eulenbär kann ich halt immer zweimal angreifen. Ich mache deutlich mehr Schaden. Und dadurch, dass ihr jetzt alle keine Heilung braucht. Aber das sind doch nur drei. Ja, aber ich, selbst wenn der Fight zu Ende ist, bin ich doch danach immer noch einer. Ich kann doch immer noch rumlaufen. Ja, das ist ja richtig, aber naja, mach. Ja, und wenn er mich, halt gleich hittet, was soll ich machen? Ich kann keinen Spell machen, wenn er. Mach den Eulenbären, ist okay. Eulenbären, Eulenbären. Weil bei mir haben sich die. Weil wenn er mich jetzt hittet, dann. Weißt du? Vielleicht zieht er jetzt nicht auf. Nee, ihr seid in der Nähe, okay, das geht nicht. Aber ich kann diesen Sprungangriff machen. Ich hoffe nur, dass ich. Usen dürfte ich nicht treffen, okay. Der liegt schon mal. Da kommen noch welche. Oh, du sind teleportiert. Ach nee, er hat die mit teleportiert. Das ist ja gemein. Was mache ich jetzt? Ich müsste eigentlich so weit wie ich kann zurücklaufen, damit ich eine höhere Trefferquote habe. Breathe deep. Usen ihn jetzt zu töten. Dafür hat der Dude noch ganz schön viel. Na, oder du schießt auf den unten, weil Alex kann ja den eventuell oben. Schaffst du den vielleicht zu töten, wenn ich der. Bin ja schon gelaufen, Digga. Achso, nee, da ist auch jetzt was ist zu spät. Dran. Das ist egal, also, meine Standardattacke und Alex macht mich platt. Naja, das ist die Frage halt. Weil jetzt. Ich muss gucken, ob ich im Vorteil bin noch gegen den. Hat er nur noch nee, der ist 20. Vorher dran, der liegt, steht vorher auf. Ja, aber mehr kann er ja nicht machen, wenn er aufstehen. Ja, aber dann bin ich nicht mehr im Vorteil gegen ihn. Kann ich meine krasse Attacke nicht machen. Naja, kommt drauf an, wenn er mich angreift, weil ich ihn gerade angegriffen habe, dann könntest du schon im Vorteil wieder sein. Nee, wenn er aufsteht, kann er nicht mehr angreifen. Aufstehen ist eine Aktion. Aber er könnte ja ein Stück zu mir laufen, oder? Und dann greife ich ihn an, wenn er läuft. Naja, das wäre doch auch gut. Ja. Na, mal gucken. Ist dann die Leine enorm usen? Yo, ich hab ihn jetzt zweimal angegriffen und ich hab ein bisschen jetzt Schaden machen können. Na, sieht aus, als wenn du ihn an der Leine hast, Alter. Geht so eine magische Leine an seine Hände ran? Ja, nee, das ist Usen sein Negativeffekt. Solange er in der Nähe von 5 Metern von ihm ist, kriegt er jede Runde 3 bis 18 Schaden. Das heißt, eigentlich müsste Usen ihm jetzt um sich demnächst von ihm verpissen. Ja, das habe ich ihm benommen gemacht, ja. Na, dann lauf doch jetzt ein Stück wieder in unsere Richtung, Usen, damit du keinen Schaden kriegst nächste Runde. Ja, du musst die. Nur laufen kannst, lauf zu uns zurück. Ja, jetzt. Ist gerissen. Könntest du wieder zurück zu ihm laufen? Außer er teleportiert sich. Also ist egal, er kann sich auch einfach umdrehen. Ist halt ja, ich hab das Schwert, gut. Ja. Mach sie mal weiter. Nö, wir warten, was die hier machen. Siehst du an? Alter, ich hab wieder umgehauen. Naja, das ist meine passive Fähigkeit. Aber cool. Ich glaube, das ist eine Bonusaktion von denen, dass die erdrosseln. Das gerade mit der Kette meinst du, oder was? Ja, und dann wegbeamen. Und dann wieder wegbeamen. So, jetzt müsstest du ja im Vorteil sein und den schmeißen. Nice. Kannst du mal zuhauen? Jupp, den haben wir. Jetzt müssen wir runter zu den Boys erstmal, bevor wir hier uns weiter. Kann aber nichts weiter machen. Er ist erstmal dran. Der blutet. Gib ihm Use. Fehlschlag. Nice. Okay, David krallt sich schon den anderen. Oh, ich versuche dann David zu helfen, vielleicht. So, Erdrosseln habe ich schon mal gelöst. Kann ich den jetzt? Habe ich den jetzt gedrückt oder backt das hier bei mir? Blood comes easy these days. Ich glaube, du hast Verstecken gedrückt. Okay. Und dann ist es leider so. On my way. Bist du auf C gekommen oder so? Kann gut sein, oder? Nee, auf Leertaste wollte ich. Auf Leertaste, ja.
bis auf C kommen. Naja. Kann ich jetzt mein Amulett mal fragen? Wegen des Amulett benutzen, ne? Geht nicht. Schade. Was? Der steht gleich wieder auf? Oh. Hast du umgeschellt, Alter? Aber wenn du ein bisschen um die Ecke. Ach, den machst du alleine platt, oder Jusen? Ja, aber der ist als nächstes dran. Ach so. Ja. Ich kann noch nichts machen, ich bin auch erst nach ihm. Ja, scheiße. Alter. Geht's. Ich mach mal Spurt und renn mal zu David. Need to find a way forward. Obwohl, das, der Typ hat nur noch drei. Also. Weit ist der denn weg? Treffe ich noch? Nee, das ist zu weit. Kriegst du einen David? Du bist ja dran. Ja, komm gerade so ran. Das sollte man uns ja erkennen, ob so eine Platte machen ist. Juli! Tada, tada, tada! Stufenaufstieg! Ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Dann muss David warten. Ja, dann warte ich. Helft er hier unten mit looten? Ist ja noch ewig runter. Ich mach da oben die Truhe. Ich habe nämlich den Flüsse gefunden dafür. Oh, wir hätten auch noch nach links laufen können, ne, Alex? Wo wir gerade waren. Also nach hinten weiter. Leuchtende Handschuhe. Ich bleib hier mal stehen. Wenn der Träger gleißenden Schaden bewirkt, erhält das Ziel einen Zug lang Leuchtkugel. Was macht Leuchtkugel? Weiß ich nicht, warte. Erhält, glaube ich, bloß die Umgebung, oder? Die betroffene Kreatur erhält für jeden verbleibenden Zug minus 1 auf Angriffswürfe. Sie sorgt außerdem für helles Licht im Bereich um sie. Ist das, was ist das? Das ist keine Rüstung, war. Ne, Handschuhe. Handschuhe. Ja, Handschuhe habe ich, glaube ich, schon welche. Ja, Handschuhe haben wir alle, glaube ich, ganz gute. Oh, das ist so ähnlich wie meine Rüstung. Kette tiefe Freundschaft, ah, David. Was? Du hast eine Kette gefunden, tiefe Freundschaft. Tiefe Freundschaft. Oh. Was jetzt? Wir also Kette des Bestienmeisters hat tiefe Freundschaft als Fähigkeit, so rum war das. Was habt ihr da jetzt? Falle oder was? Da war eine Falle, ja. Da war eine Falle, ja. Jetzt hat die. Hat sie ausgelöst oder? Ja, ja, ich hab Schaden bekommen. So. Danke. Das ist wieder ein Bug, dass mir die ganzen Vasen angezeigt werden, dass die noch voll sind und nichts drin ist, oder? Na, weil noch keiner reingeklickt hatte. Aber die kann trotzdem leer sein. Das dachte das Spiel nicht, ob da was drin ist. Ah, hier ist auch ein Schlüssel. Diese nette hat Schlüssel. Ne? Ja. Na, du hast mir den Schlüssel jetzt geklaut. Ja. Irgendwie so. Irgendwas ist passiert, doch den Loot haben wir. Also, Jungs, wenn wir wollen, können wir auch bis 23 Uhr machen. Mhm. Dann würde ich jetzt aber mal eine kurze Zigarettenpause machen, wenn das für euch okay ist. Ansonsten. Oder wollen wir erstmal ins Lager oder. Mach das vielleicht erstmal in 5 Minuten, weil dann wäre mein Essen auch fertig. Na ja, dann. Alles gut, Ding. Wegen 5 Minuten streite ich mich ja nicht. Wollen wir weiter nach unten gehen oder einen anderen Weg noch gehen? Weil es gibt ja hier noch andere Wege. Ich wäre jetzt vielleicht erstmal zur Quest gelaufen. Ich hätte gedacht, darüber, wo Alex gerade lang wollte, aber okay. Geht zum Ort des Überfalls. Aber wir können hier auch über die Brücke erstmal. Jetzt sind wir über die Brücke rüber gehen. Scheiße, Quests. Vielleicht nehmen wir eine neue Quest. Oh, Stufenaufstieg. Yes, yes, yo. Sagen wir alle einen Stufenaufstieg. Gut, jetzt können wir das machen, dann kann jeder essen und schön essen. Ja, naja, gut. Dann, geht ihr jetzt essen und Falle kann rauchen, wenn er will. Jo. Jo, dann gehe ich mal kurz auf Toilette, Leute. Ihr könnt ja mal gucken, was ich so kriegen kann.
Ich geh auch mal kurz auf den Kopf. Bis gleich. Und dann schauen wir mal weiter. Mir jetzt ein Pflaster an meinen Daumen machen, ne? Wo ich mich vorhin an dem scheiß Topf geschnitten hat. Oh. Hatte ich das vorhin schon erzählt mit dem Topf? Ja, aber sich an den Topf zu schneiden ist schon auf jeden Fall. Na und? Kräftig genug. Der hat so an den Seiten Gummigriffe an den Henkeln. Und das bei dem einen Gummisilikongriff an der Seite ist das so aufgerissen. Und das verdreht sich immer und da drunter ist ein Stück Stahl. Ja, jeder würde ja denken, dass der ist rund und da ist das Gummi drum. Nee, da ist links und rechts wie eine Rasierklinge. So scharf ist das. Und wenn ich den sauber mache und sich das verdreht und ich nicht aufpasse, wo ich hingreife, habe ich schon das zweite Mal die Schnitten jetzt am Daumen und davor hier an dem Finger, am Zeigefinger. Ist, also wer konstruiert sowas? Sowas macht man, die Kante macht man doch unscharf. Erst recht, wenn man Silikon drüber gießt, ist doch klar, wenn sich das bewegt, dass es dann irgendwann reißt oder verschneit. Also, ihr wisst schon. Aber in Amerika wird es Millionär. Aber magst du zu uns kommen? Ja. Ja, in Amerika wäre ich jetzt Millionär, da hast du recht. Lage. Lass ihn doch erstmal skillen. Ja, kann ich auch machen. Wartet, ich komme aber erstmal zu euch. Läuft der Charakter trotzdem weiter, wenn ich schon ins Menü gehe? Mein Gott, ich stehe hier. So. Stufenaufstieg. Stufe 7. Was, den Topf? Achso. Ryu sagt, du sollst den Topf wegschmeißen. Das wäre die naheliegste Lösung, ja. Ich habe auch schon überlegt, was kann man da irgendwie dran drapieren und so, aber nix. Man kann da nichts machen. Okay, ich kann mir zwei weitere Zaubersprüche aussuchen. Oder? Und jetzt kann ich schon Zaubersprüche Stufe 4, aber ich habe jetzt gerade ein paar noch, die ich lernen kann. So wie Verbannung. Nee, aber nimm 4er. Oh. Bringt dir ja nichts, wenn du Mana für einen 4er Zauberspruch hast, aber keine Zaubersprüche. Na, was wollen wir denn nehmen? Wir haben jetzt Feuerwall. Erzeugt eine lodernde Feuerwand, die jeden verbrennt, der in der Nähe steht. Kann ich bis zu 18 Meter weit vor mir erscheinen lassen. Aber geht halt nicht, wenn ihr daneben steht. Ich bin immer für Feuer. Würde ja ganz gut mit deiner Fettfitzer funktionieren. Ja, Stein. Na, aber ich habe ja durch meinen Zauberstab, kann ich den normalen Feuerball, den ich so zaubern kann, als Standardzauber, kann ich den ja mit dem Stab schon zaubern. Dann brauche ich keinen Stufe 1 Zauber verschwenden, weißt du, wie ich meine? Ja gut, hast recht. Lass das Fleisch einer Kreatur steinhart werden, damit es durch nicht magische Hiebe, Stich und Wuchtangriffe nur den halben Schaden erleidet. Verwandlung. Verwandle eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Für 5 Züge. Könnte man mal überlegen, aber was gibt's denn noch? Du musst Schaden machen. Tödliches Phantom. Gibt's noch. Plage eine Kreatur mit ihrem schlimmsten Albträumen. Sie erleidet 4 bis 40 physischen Schaden pro Zug. Kann sich nicht bewegen und ist bei Attributswürfen und Angriffswürfen im Nachteil. 10 Züge lang. Macht das 4 bis 40 Schaden. Das klingt doch schon mal gut. Das ist mal in der ersten Auswahl. Mhm. Aber kann sein, dass ich einen Zauberspruch habe. Das kann ich vielleicht so lernen. Das muss ich gleich nochmal gucken. Was macht das? Schließe ein Ziel in eine Spalte aus schimmernder Macht ein. Die seine Bewegung halbiert und je nach aus Spalte oder... schon wieder. Eingehenden Schaden blockiert, okay. Eissturm. Ist Müll weiter. Lass einen Sturm aus Hagel und Eis aus dem Himmel niederschlagen, der den Boden bedeckt und alle Oberflächen und Kreaturen in einem Radius trifft. Also ein Radius von 6 Metern hält 2 Züge der Bodenbelag auf 18 Meter. Können wir als zweites überlegen, Alter. Magische, ich meine mal die Hälfte. Magische Unsichtbarkeit auf der nächsten Stufe, aber ich habe das zweite Stufe schon mal durch einen Zauberspruch. Feuerschild, hört sich kacke an.
Alles Kacke. 18 Schaden ist Müll. Er wartet schwache Tentakel. 10 Züge lang halten die aber. Aber es laufen keine Gegner rein. Dimensionstor. Teleportier dich. Das wäre wieder krass, wenn wir an einen Ort nicht rankommen, kann man uns einfach hin teleportieren. Mhm. Aber nur schwache Elementbeschwörung, da könnte ich ein Feuerdude beschwören. Verwirrung auf den Gegner. Plage. 8 bis 64 Schaden. Pflanzen erleiden durch diesen Zauber Maximalschaden und sind bei ihren Rettungswürfen gegen ihn im Nachteil. Wirkt nicht auf Untote oder Konstrukte. Naja, aber es sind trotzdem 64 Schaden auf Kreaturen oder so. Und dann halt noch Verbannung. Verbanne dein Ziel vorübergehend auf ein anderes... Abbrechen. Oh Mann. Auf eine andere Existenzebene. Sollen wir dich vom Lager holen? Ich guck erst mal, was ich lernen kann. Gestorben. Wir hatten The Cash. Cash hat Usen, oder? Nee, David hat auch ein bisschen. Ja, Usen hat 500. Die sollten auch reichen, oder? Wir gucken mal, was zur Auswahl ist. Also, Verbannung kann ich lernen. Auf jeden Fall. Tödliches Phantom kann ich auch mit 200 Gold lernen, aber warum kann ich es nicht anklicken? Weil du noch nicht Level abgemacht hast. Achso, ja. Die Flammenbeschwörung kann ich lernen und das Dimensionstor, wo ich mich beamen kann, kann ich auch lernen. Also Dimensionstor und Phantom sind auf jeden Fall verbannen und das Feuerelementvieh beschwören. Das können wir alles gleich lernen. Das heißt, das brauchen wir ja jetzt nicht als Zauber wählen. Aber wir hatten gerade noch den... was hatten wir engere Auswahl? Das... Der Eissturm, oder? Ja, Eissturm war cool und irgendwas mit Feuer. Ja, das tödliche Phantom kann ich ja gleich so lernen. Ein Vieh in ein harmloses Schaf für 5 Züge verwandeln war noch ein Favorite, ne? Ja, von wem, aber kann sein. Tote beleben. Oh, Shaolin, ich habe einen coolen Ring für dich. Ja. So, okay. Das ja. Ist ein anderer. Ring des Zwielicht. Ja. Das war das Feuer, das war das. Das war nicht wichtig. Plus 1 auf die Rüstungsklasse, während du von Schatten verschleiert bist. Oh, nice. Das können wir so lernen. Das auch. Nemec! Das kann ich auch so lernen. Also, das nimmt die Plage mit. Ist er doch schon. Ja, die Plage oder doch hier den die Verwandlung. Ich bin jetzt ein bisschen frech heute. Ha, die Gruppe hat 30 Erfahrungen. Ich hab was gelesen. Wo ich eine Kreatur in ein Schaf verwandeln kann für 5 Züge. Noch was? Da ist die Frage, willst du den Eissturm mitnehmen oder hast du nicht schon irgendeine andere? Den habe ich. Ich würde jetzt den Eissturm nehmen und die Verwandlung und kann gleich noch das tödliche Phantom dazu lernen. Aber die Plage macht noch 64, oder? Bis zu 64, Alter, ja. Macht auch nicht 64 Schaden. Naja, Eissturm macht halt 40, ist aber wieder AOE und AOE hast du eigentlich genug, oder? Okay, David, dann machen wir die Verwandlung und die Plage. So. Dann findest du gleich eine Schriftrolle und... Ja, das kann immer passieren. Hatte ich schon ein paar Mal. Ich habe fast so viel Leben wie dein komischer Elfenbär, Oldenbär. Oh. Alter, dann wäre ich Imper. Ach Gottchen. Ach, komm, wie süß. Wenn die kleine so, David, ich kann nur ein Stufe 4 Zauber im Moment wirken. Für welchen soll ich mich dann als erstes entscheiden? Welchen probieren wir zuerst aus? Ich würde sagen, das tödliche Phantom hört sich gut an. Tödliche Phantom. Da muss ich aber erst einen anderen Zauber rausnehmen. Welchen nehmen wir denn dafür raus? Na, den schwächsten. Gut, ich gehe nach Hause. Tschüss.
Besser ist, ey. Das wäre meine schwache Blitzattacke. Na, dann nimm die Blitzattacke raus. Wenn er was vom Turm rein. Attrappe. Alalalalalatacke. Alalalalalumatacke. Ich habe zwei Eimer gefunden, die passen auf meinem Arsch. Hup, hup. Glaube ich nicht. Für jede Backe ein. So. Ja, soll passen, Leute. Bist du soweit, Bella? Jo. Wo seid ihr lang? Zur Quest, nach oben. Also nach links oben, ja? Ja, sieht so aus, als wärt ihr lang. Ja. Und dann wieder nach links? Ja. Bei die nächste. Wenn ich drück einfach M. Ja, aber ich sehe euch schon, alles gut. Ich kann mich eigentlich recht gut an der Minimap orientieren. Oh, die sind jetzt hier, kann ja einer quatschen. Ja. Ich will. Mit wem muss ich denn quatschen? Mit wem du willst, glaube ich. Dann versuchen wir es bei ihr. Wo ist denn lootest du? Ui, was denn jetzt? Wasser-Typen. Go! Jetzt speichern sein. Husi. Your faithful stand ready, Majesty. Soon. Soon the world will bow to you. Leckt es bei euch im Stream, ja, ne? Yeah, we're boss. Aber meine Version leckt auch gerade ein bisschen zwischendurch aus. Also im Spiel. Ach so, Pelderus ist da. Seht ihr das? Ja, ja. Den Hafen, okay, so doll leckt's nicht. Vom Angreifen auffordern, okay. Spalt hat nur die Katze. Die sind bestimmt nicht da, um mit uns zu reden und zu chillen, also drittens. Aber das ist auch nur meine Halb-Org-Seite, die gerade spricht. Ich bin ein Dieb, ich würde mich verstecken. Naja, wenn wir ihn unten vorbeilaufen. Wenn wir unten die zum Angriff auffordern, hätten wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Das ist auch wahr, ja. Aber wenn die aber vorbeilaufen und wir die von hinten angreifen können, vielleicht auch, aber. Naja, oder die sehen uns dann. Und wir also dann werde ich räuspern und auf dich aufmerksam. Keine Ahnung. Ja, genau. Nee. Ich habe hier ja nicht erwartet. Was für eine Ork-Logik. Komm, wir verstecken uns und machen einen Hinterhalt. Na, ich wäre auf Husens Seite, dann steht es aber 2 gegen 2. Was machen wir denn jetzt? Hat einer einen Würfel oder eine Münze gerade am Start? Keine Ahnung. Entscheide doch einfach, so deine Cutscene. Okay. Let's extend the dark. Tell them, destroy the blasphemers! Wir brauchen das Lantern! Natürlich! Hier, ich schlag, alles gut. Was ist denn jetzt das Ding zum Angriff gegeben, war? Ja. Aber ich wusste ja nicht, dass sie gleich zu uns hochstürmen. Und ich wusste ja auch nicht, dass ein Signal, okay, man könnte sich denken, das ist laut, aber. Aber ich glaube, im schlimmsten Fall der Fälle beim Stufenaufstieg wird, glaube ich, eh automatisch gespeichert. Gut, was hat denn der? Zustand, Mondschein, Spinnennetz, Phantismus, Bedrohung, Heiligtum 1. Keine Resistenzen. Ein ordentliches Arsenal an Zaubern. Oh, der ist tot. Ich glaube, den hat genießt. Ja, na, ich kann ja theoretisch jetzt nicht vor ihm weglaufen, dann kriege ich ja voll aufs Maul. Ah, und die fette Spinne kannst du nicht angreifen, außer sie kann nur Flächenschaden aktuell kriegen. Ja, könnte ich ja machen, wenn ich da wegkommen würde. Aber erstmal ist bisher noch gar nicht dran, Pallos. Nee, wir warten mal, was Shachi macht. Du bist ja sogar hinter mir. Bei mir leckt es gerade übel. Der Stream ist, glaube ich, stehen geblieben. No God! Jo. Ja, stimmt. Also kommt gerne zu mir rüber, Leute. E-MAN-Rüber. Wow. Ich weiß nicht, was das ist, aber es kann auch am Spiel liegen. Aber sonst funktioniert es ja auch. Ja, es hat ja eine ganze Weile gut funktioniert. Auch wenn du wildes Tier bist, bitte greif nur die Roten an. Aber gib dem mal Packung.
Und die sind dann auch, dass ich immer wegkomme. Ja, die unsere Bogenschützen über uns sind auch noch dran. Mal gucken, was die. Na, der Typ, der große Typ ist unverletzlich, den kann ich nicht angreifen. Dann kill alles um ihn rum oder auch alles, was in der Blase ist, kannst du nicht platt machen. Sonst macht die beiden hier unten platt. Oder die drei. Kann. Ich versuche die Spinne auf jeden Fall anzugreifen. Ich kann ja den Stream beenden, aber die Aufnahmen laufen lassen, oder? Ja. Kannst du auch, oder? Gut, Leute. Musst du bloß gucken. Sorry, dass das. Ja? Musst du denn bloß gucken, wenn du jetzt Stream beenden drückst, dass er nicht gleichzeitig die Aufnahme mitbeendet, sonst musst du gleich nochmal starten und uns Bescheid sagen, dass wir kurz stehen bleiben. Weil wir haben es ja gekoppelt mit dem Stream starten und Aufnahme starten. Wenn du jetzt den Stream ausmachst, geht die Aufnahme auch kurz aus. Das weiß ich ja, Peiler, okay. Aber ich kann ja einfach schnell wieder draufdrücken, ist doch wurscht. Jo, kann man doch zusammenschneiden. Ja. Das ist ja egal. Gut, Leute. Tut mir leid an der Stelle, aber irgendwas scheint immer noch nicht zu funktionieren. Ich krieg's immer noch nicht hin, diese scheiße Encoder-Verzögerung da rauszukriegen. Mein Encoder geht jetzt langsam hoch. Der ist jetzt schon bei 5%, also es wird jetzt nicht besser. Geht bitte einfach zu Peiler, wenn ihr den Stream hier überhaupt noch irgendwie gucken könnt. AKA G-Man. Und Raiden kann ich dich ja, glaube ich, nicht, ne? Noch nicht, ne. Ich glaube, dafür muss man die erste Stufe haben. Genau. Da arbeiten wir ja fleißig drauf hin, meine Lieben. Wir müssen einen Monat lang über 3 Zuschauer. Auch auf 50 Follower-Peiler. Ansonsten brauchen wir das mit den 3 Durchschnitt gar nicht probieren. Ja, mit den Followern kriegen wir schon hin. Tut mir leid, Leute. Geht leider nicht anders. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann gerne bei Peiler. Dann könnt ihr gerne mit mir weiter quatschen, ne? AKA G-Man. Bis denn. Ciao, ciao. So, jetzt muss ich erstmal die Aufnahme remuxen hier. Aber da kann ich ja abbrechen. Ja, das kannst du auch nachholen. Mal ab und an mein Stream. Cool. Na gut, aber nur 7. Trotzdem, die Kraft bin nervös. Ich wollte ihn angreifen. Na gut. Jetzt läuft's wieder flüssig, das Spiel. Ja, Digi. Aber wenn ihr keine Langeweile habt, ihr könnt gerne in meinen Stream kommen, Leute. Ja, ne, ich hab jetzt, ich hab ja den Stream beendet. Du kommst da unten noch klar, David? Alter, wie sie alle jetzt auf einen Haufen stehen, was soll ich denn dann für einen Angriff machen? Geht doch gar nicht. Deswegen brauchst du eigentlich nicht mehr Flächenattacken, sondern... Ich bin fast tot. So. Wir stehen direkt vor ihm. Ich kann ihn ja theoretisch keinen Schaden zufügen. Was weglaufen kann ich aber auch nicht, weil dann bin ich tot. Na, Rückzug. Kann er jetzt hier mal anfangen mit Remuxen, Alter? Die 2 Pfeile oben in der Mitte. Aber es ist noch ein Zug für Heiligtum. Also nach deinem nächsten Zug ist er dann nicht mehr so heilig. Ja, ich muss aber trotzdem weg. Jo. Aber wie gesagt, wenn du jetzt von ihm wegrennst, kann er dich hinter uns angreifen. So, macht Rückzug. Das hier, David, guck mal. Deine Zauber-Fernkampfangriffe werden zu Zauber-Nahkampfangriffen ausgeführt. Wenn du dich neben einem Feind Das sind die Schuhe, die Handschuhe, die du von mir bekommen hast. Ja, aber es sind trotzdem Flächenattacken. Naja, stimmt. Geht also auch erst ab nächste Runde, also soll ich abhauen, ne? Weil ich halt... Na, mach Rück... Naja, aber er kann doch Rückzug machen, trotzdem. Ja. Ich überleg bloß, wohin. Geh Richtung Bogenschützen, da wo du bis ins Zelt bist, bei den Grünen. Na, ich könnte direkt neben dem Bogenschützen hier oben hinlaufen. Ich mach's mal. Ich denke mal, ist gut. Nicht in die deutsche Richtung. Ja, aber da oben ist gut, ja. Ja. Hast du High Ground und dann... Genau, perfekt. Dann drehe ich noch um und dann ist gut. Oh, fein.
Spaß, der auch? Ja. Ja, das muss ich. Doch immer noch. An dem blockiert das Heiligtum, weil sie angegriffen hat, stimmt. Der Hundus. Ich hätte wohl doch vorbeiziehen machen sollen. Und die Gegner denken sich so, ah, oh, guck mal, diese Eule-Birkenkreatur, wenn die tot ist, ist vorbei und dann kommt noch ein David raus, Alter. Wenn ihr gerade Nova sehen könntet, wie ich da schön auf dem Bett und wälzt sich gerade auf dem Rücken rum und hat den Spaß ihres Lebens. Ich wäre so gern ein Hund. Bist du? Danke. Das ist deine Hand. So. Also meine krassen Angriffe kann ich nicht machen. Ich komme da an denen nicht ran. Dafür steht mir die Olle da im Weg. Ich muss erst warten, bis sein Ding da verpufft. Er kriegt da richtig auf die Fresse. Er hat Ding verpufft gesagt. Ah, jetzt. Geht's. Warte mal, welcher ist. Ich überlege, ob ich ihm denn das Phantomzauberding, was ich gerade gelernt habe, um die Ohren schaller. Dann hat er 10 Züge lang immer 4 bis 40 Schaden. Oh. Nice. Er ist verängstigt. Ich würde da gleich ausprobieren. Ich würde danach eh eine lange Rast machen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab den Kampfrauschtypen da jetzt verängstigt. Das ist sehr gut. Kriegt David nicht mehr gleich so doll im Arsch, hoffe ich. Oben hat er auch eine gute. Das wollte ich vorhin auch machen, wo du alleine warst, Johnny. Da denk ich, wollte ich so krass mies erschrecken. Aber ich dachte mir, nee, kriegt er mit dem Herzinfarkt. Der ist in einem Alter, wo es tödlich endlich ist. Ja. Weil der Yuzen ist, glaube ich, nicht in meiner. Ah, doch. Ah, Yuzen würde Schaden kriegen. Der andere Typ auch. Ja, halt ihn doch einfach normal an, David. Ja, ist die Frage, ob ich den Vierer angreife oder ob ich den oben angreife. Nee, den Vierer greift noch einer nach dir vielleicht an. Greift den oben neben dir an, den 34er da. Ja. Du bist doch der ordentlich Damage macht hier von uns. Genau. Knall den erstmal weg. Genau. Da sind doch noch zwei NPCs zwischen dir. Also. Bis der Vierer dran ist. Vielleicht tötet den einer. Mal gucken, was der Dude nach dir macht. Und dann ist Yuzen dran. Oh, ich könnte da unten beide noch Schaden machen. Ja, ich muss aus der Wolke raus, sonst kriege ich danach ganz gut Schaden. Na, dann verpiss dich nach unten. Nice, ist gut. Sehr gut. Sehr schön. Peter liegt erstmal. Oder ist er Death? Ich wollte. Wollte ich laufen. Ja, geil. Dass du immer looten musst. Kann man ihn jetzt wieder angreifen, oder? Ja. Yeah. Dein Heiligtum ist blockiert. Okay. Nee, ist doch immer noch eins. Nee, aber blockiert ist halt nicht, du Dicker. Blockiert heißt, dass es nicht wirkt. Okay. Also ich kann ihn angreifen. Na Yuzen, dann hau auf da auf dich, Spinne. Aber ohne Yuzen zu treffen. Na, ich mach den Fluch. Das ist glaube ich das Beste, was ich gerade machen kann. Ist die giftresistent? Ne, wa? Ne, keine Resistenz. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ist es nicht so los. Döner rein, Digi! Oh, sehr gut. Und vergiftet ist die Biatch. Ja, die Spinne kann nur weiblich sein. Und was der nächste tut? Das ist die Bogenschützin hier oben neben mir. Kann ich noch tun? Und danach ist der Typ hinter dir dran, oder? Ich hätte nee, der Typ, der können. Liegt, der steht auf. Dann ist der Hobbit. Und da bin ich dran, okay. Ein. Zehn! Und er geht weiter nach hinten. Warum hauen die immer weiter ab? Ja, das ist der Magier.
55%? Ja, ansonsten hau da unten erst den Siemer weg, ehe da noch irgendein Zauberspruch war. Wenn du besser auf den triffst. 70. Naja. Dann haben wir den schon mal weg. Dann macht er nicht auch noch irgendeinen komischen Kampfrausch oder sonst was. Weil der Fette, der ist ja jetzt bei Yusen erstmal eingeklemmt. Okay, auf deine Verantwortung. Ja, perfekt. Perfekt. Ein Problem, wenig A. Jo. Macke. Du Horn. Warte. Oh, jetzt ist wieder Heiligtum alles. Ja. Ja. Aber dein Gift wirkt immer noch, das finde ich sehr gut. Also hätte ich den Fluch gemacht, hätten wir jetzt... Aber das ist ja egal, wenn alles drumherum weg ist, kriegen wir den kleinen Bastard auch. Ich glaube sogar besser. Na, die buffen sich jetzt gegenseitig, das ist ein Problem. Naja, viele andere Gegner sind es ja nicht mehr. Danach können wir ihnen volle Packung geben. Ja. Kann ich ihn noch nicht angreifen, ne? Und dann schnetzel erstmal, was noch über ist. Da ist ja nur noch einer da unten. Ach, der bei David da hinten rechts steht, ja. Treffe ich von hier auch nicht. Aber ich bewege mich auf jeden Fall nächste Runde, dass ich vielleicht mal auf Abstand komme und vielleicht dann nächste Runde ein bisschen besser treffe. Kann ich nur so machen. Das war auf jeden Fall ein kritischer... Wollt ihr mal zeigen, wie es geht? Krasser Typ. Cool. Ein Problem weniger. So ist es. Jetzt nur auf Petersen, oder? Bist du dran, Yusi? Ja, kann man aber nicht angreifen, er hat immer noch Herrlichtum drauf. Ja, sonst kannst du den verfluchen oder sowas? Oder verfluchen, dich irgendwie buffen, noch irgendwas auf deine Klinge schmieren, keine Ahnung. Ja, was ihr auf jeden Fall machen müsste, ist heilen. Du kannst dich auch gern heilen, aber hast du noch einen großen Trank? Ich hab einen großen oder? Ja, lieber einen großen. Dann nehmen wir jetzt den großen. Das ging ja auch nicht, ey. Du kriegst ihn ja schon fast Zungenkuss, Jusen. Ja. Zwischendurch schmatzt er euch mal ein bisschen. Ja, na und? Na, er leckt immer so von deiner Brust nach oben in dein Gesicht. Voll pervers, ihr zwei. War das mit dem Swinger da, vorhin doch richtig, ne, Jusen? Oh, ist das weg? So. Ich war irgendwann dran. Jetzt kommen sie alle dicht dran. Das ist toll. Verhaftet sie. Ja, klar, wir verhaften. Ja, mit wem? Aber, was denken die denn? Habt ihr jetzt für jedes Spinnenbein eine Handschelle dabei, oder was? Die machen wir zwei zusammen. Bondage. Schön fesseln. Ja, und Gummiball im Mund darf auch nicht fehlen. Ja. Er hat doch einen schönen Stachel am Arsch. Warum das geht das nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Da kann man Spaß haben. Weil der mir im Weg steht, komme ich die fucking Treppe nicht hoch, ne? Aber du kannst doch von... Okay, kannst du nicht von da... Also. Doch. Er hat immer noch Heiligtum drauf. Deswegen können wir ihn immer noch nicht angreifen. Ich dachte, man kann vielleicht irgendwie so mit Nekromantie und was machen. Ja, aber Schaden kannst du machen, aber dadurch, dass wir alle zwischen dem Arsch stehen. Hier hinten halt schön ein bisschen weiter weg aufs Dach und dann
wenn es halt weg ist, ihn catchen, ne? Catch ihn mal. Ja, Mann. Hardcore. Kannst die alle catchen. Pokémon. Komm, catch sie dir. Egal, was du auch tust, catch sie dir. So, alles tun ist jetzt erstmal vorbei, Leute. Das heißt, Attacke, Attacke, Attacke. Deswegen Glückwunsch für diese Erkenntnis. In dem Attacke, Dicker. Nicht lang schnacken. Attacke in Nacken. Attacke machen. Jetzt gucken die alle gespannt zu bei mir. No. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha, aha. Ui. Ja, okay. Oh, jetzt komm hier, Eulenbär. Zeig, was du kannst. Zeig, wo der Hammer hängt. Wer ist stärker? Eine Spinne oder ein Eulenbär? Okay. Haben wir erklärt. Ja. Ah, okay. Nice. Bisschen weggekloppt. Ich nimm's zurück, ist okay. Hast gut gekämpft, Eulenbär. Ist das eine Eule? Kannst du dich noch heilen, David, oder so? Nein, das ist ein David. Oh. Nochmal 10. Ich hoffe, der peitscht dich dann nicht um, Diggi. Und der liegt echt. Wie gesagt, der Eulenbär kann ruhig sterben. Alter, wie schlecht. Ach, du bist dann nicht tot, ja? Nee, danach bin ich noch nicht tot. Nur mein normalen Leben. Also wirklich, ist ja mehr als traurig. Deswegen ist es ja eine Verschwendung, wenn ich den halt immer auflöse, sondern die sollten mich dann eher töten, sag ich mal. Gib ihm Jusen! Ich hab grad geschlagen, aber irgendwie. Doch, 14 Schaden hast du gemacht bei mir. Es sah bloß nicht so aus, aber du hast Schaden gemacht. Du bist eigentlich nur auf ihn zugelaufen, wäre es bei mir nicht passiert. Bei mir ähnlich. Gut, aber danach eine lange Rast machen. Obwohl. Wir machen danach definitiv eine lange Rast, also du kannst alles einsetzen. Hallo. Ist die Frage, was wir dann tun. Ich probiere meinen neuen Zauber aus. Ich brute erstmal, Dicker. Na, ganz weit. Nicht bei meiner Wache, ja klar, deswegen rennst du weg vom Gegner. Du bist ein cooler Typ. Trotzdem nur 55. Na, versuch's. Was sind? Okay. Hat geklappt. Jo. Coole Nummer. Aber gucken wir mal, was passiert, ne? Wirklich, das Phantom. Okay, aber du hast keinen Schaden genommen, ne? Du hast ihn jetzt nicht versucht. Sie erleidet pro Zug 4 bis 40 Schaden. Mhm. Alteros. Mensch. Ja, mal vorausdenkend, wa? Ist ja auch nicht so meine Sache sonst. Rettungswurf hat er aber geschafft. Ja. Also ist das Ding jetzt vorbei? Nein, das geht 10 Züge. Ja, jetzt haben wir nicht mehr drauf. Richtig. Ach so, und wenn er den Rettungswurf schafft, dann anscheinend geht das weg. Ah, der ist konzentriert. Wenigstens ausprobiert. Aber das Ding ist geil, Pyrus. Schade, dass nicht die Funktion geht. Vielleicht nichts für große Gegner. Uiuiui. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist ihm bluten, er hat nicht mehr viel. Da hat der Zwerg ja mal ordentlich Damage gemacht. Hm. Ja. Zweimal kritischer Treffer, da das muss jetzt mal jemand machen. Kriegt da nochmal was auf den Hinterkopf. Doppelschatten. Er hat nur noch 8. Jusen, gib ihm den Rest. Ja, erstmal kommt Schnell. Peter noch. Nee, greif an. Ich kann doch jetzt gar nicht Pyderus. David muss ja hier noch seinen Sprung machen. Ha! Ich hab ihn geludet hier, Runde. Oh, ich hab eine Lampe. Ich bin im Gespräch. Ich hab ihn eludet hier, Runde. Mein Loot.
Genau. Aber ich bin im Gespräch, Leute, ich trage eine Lampe. Die Leute. Ja, auch keiner bezweifelt. Be safe and be brave. You notice a tiny pixie trapped within. Oh please, oh golly, the Omar. Das hat doch keine Erwartungen an dich. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Ach, der Ork muss auf Intelligenz würfeln. Mann, Mann, Mann. Nee, ich bin auch Kleriker. Ja. So minus 5 bestimmt. Nee, bis jetzt gar nicht. Das ist seine Dingstufe. Wenn er das macht, dann kriegt er wieder so ein. Na, wie heißt das, damit wir wieder nochmal würfeln dürfen? So ein Dingspunkt. Das kommt aber drauf an, Peiler. Du kriegst nicht jedes Mal, wenn du den Kleriker ausspielst, eine Inspiration. Ja, das stimmt, aber so kriegst du welche zum Beispiel dazu. Mein Name? Mein Name ist Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? Ich will befreit werden, aber ich will es nicht machen, weil es gibt dann Gupp. Das erinnert mich gerade so an Peter Pan, Alter. Wie hieß da die Fee? Die von Captain Hook eingesperrt war? Hat keiner mehr Peter Pan geguckt von uns. It would be my pleasure, truly. Once I'm freed, I'll help you too. Wie die hieß, oder? Die Fee, oder? Bei Peter Pan. Mit dem grünen Kleid. Glöckchen, oder? Glöckchen! Ja? Tinkerbell. Tinkerbell, ja. Genau. Siehst du, David weiß es. Grünes Kleid, blonde Haare. I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Ich glaube nicht, dass es Tinkerbell war. Tinkerbell war jemand anderes, Leute. Hier ist Glöckchen. Wo ist denn Tinker? Nee. Ja. Nee. Die heißt Tinkerbell, Digi. 50 Cent Wette oder was? Oh, Leute. Na, dann würde ich sogar machen 20 Euro Wette für das nächste Spiel. Der andere gibt aus. David hat recht. Wette? Ist das Tinkerbell. Schwierig, Alter. Irgendwie. Warum hast du denn nicht Ja gesagt, du Arsch? Die ganze Zeit sagt mir das gerne, dass ich das Ding zerschmettern soll, dass sie rauskommt. Ich versuche nur die ganze Zeit diesen Grund aus dem Weg zu gehen, aber jetzt wird's schwierig. Ich werde kann sie ja auch später rausholen. Hast recht. Also einfach ignorieren oder das. Weil den Mechanismus betätigen. Nee, das lieber nicht. Na, was haben die denn am Anfang gesagt? Wo hast du das Ding denn her? Digga, ich hab das genommen, hab es angehabt. Irgendwie haben die Leute gesagt, oh, jetzt hat er es und oh, und bitte passt auf und sie müssen, keine Ahnung, muss irgendwie helfen, so in die Richtung. Ah ja. Ja, und dann war ich in diesem Gespräch mit dieser komischen Lampe die ganze Zeit. Ja, also frei. Nein, ich weiß nicht. Und dann sind wir alle tot. Ich wage es nicht auszusprechen. Ich finde, eine Berührung kann sich rächen. Ich find's voll, blöd von dir, Alex. Immer wenn ich die Werte um 200% erhöhe, dass du denn nachguckst, anstatt Ja zu sagen. Okay, jetzt hast du mich. Was? Genau. Die Werte. Weil sie hat doch gesagt, wenn wir sie freilassen, dann hilft sie uns. Ja. Was sagst du? Nicht so fordern. Ziemlich frech von von so viel in der Lampe. Okay, da Drohungen mag ich gar nicht, du. Also, Drohungen mag ich gar nicht. Oh, schön, Papierstopp. Hier, Vigiano. Ein Pflaster. Ja, doch. Das ist der typische. Man muss ja Jusen seinen Charakter auch ausspielen, ne? Ich sehe leider eure. Drei. Wir haben drei, alles, alle okay. Drei angeklickt, ja. Okay, dann meinst du doch. So let me out or get ready for the third sundering. Die dritte Teilung. Okay, was macht ihr alles wieder drei oder was? Oder? Nee, eins, zwei, drei. Ich hab zwei genommen. Tja, Jusen hängt an dir. Eins, zwei, drei. Jeder hat was anderes. Du von Anfang an nicht freilassen, also brauchst du jetzt auch nicht mehr freilassen, nachdem du am Mechanismus gedreht hast und sie gefoltert hast. Also. Jusen, aber mach nicht das, was logisch ist, sondern spiel deinen Charakter, so wie du ihn spielen möchtest. Scheiß auf die Gruppe. Genau. You rat! Now I've got glass stuck in my loaf! Ich hoffe, du spielst. At least I'm out of that box! I'd pin that pus-shitting Dryder's tongue to his nose, if.
I didn't want to get out of here yesterday. Ketchen einfach so in die Hand nehmen. I ought to sink my teeth into your sauce for messing. Können wir langsam die Flügel ausreißen? All this fresh air has me in a good mood. Über eine Kerze rüsten. What do I owe you? Oh, ich kann Eilbrecher machen. Eilbrecher, eieiei. Ja, Jusen überhaupt, ich habe gelesen, dass wenn du als Paladin, du kannst ja am Anfang dir drei Sachen aussuchen, aber wenn du Eidbrecher wirst, das soll wohl angeblich im Moment das krasseste sein. Ja, dann mach ich einfach mal Eidbrecher. Solltest du vielleicht auch bleiben. Well, look. I won't have you tracking me down in a fey looking for tuppence. Let's finish this. Schlechter Paladin zu sein. Weil damit bist du neben Alex der Böse in unserer Gruppe. Speak the magic word and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? Digga, wenn's mir geht, mache ich nur Flächenangriffe. Mir ist egal, wer stirbt. And one more thing. You really ought to learn not to mess with the Fae. We'll mess you right back. Sorry, enjoy crack cheese. Ah, du Rutzenkäse. Was? Selber Rutzenkäse. Du alter Rätselgäse. Also, habt da halbwegs gelesen da jetzt so, oder? Ja, nicht so. Ich hab dann ja, Jusen hat sich verärgert und hat gesagt, wir sollen sie nicht anlegen, wir haben eine Glocke bekommen und wir kriegen, was wir verdient haben. Also ich würde die Glocke nicht benutzen, sonst stirbt Jusen wahrscheinlich. Aber wenn jemand die Glocke gerne haben möchte, würde ich die ihm gerne geben wollen. Das ist ja das, was ich gefragt habe. Wenn er die Glocke benutzt, dann kriegt er den Segen. Er muss die Glocke benutzen und einen Zauberspruch sprechen. Ja, und dann hat sie gesagt, du kriegst, was du verdient hast. Richtig. Und ja, den Segen, der sonst irgendwas. Hier quasi das, was wir die ganze Zeit drauf haben, dass uns der Schatten da nicht angreift. Hier oben liegt ein Schlüssel, ich kann den nicht nehmen, Leute. Kann mal einer herkommen, er wird mir aber mit Alt angezeigt. Entweder David oder... Ich nehme die Glocke nicht. Ich wollte den Pixie von Anfang an befreien. Dann kriegt Paladin die Glocke. Ich bin oben auf dem Dach, Alex. So. Aber ich kann nicht nehmen. Er wird mir orange angezeigt, kann nicht nehmen. Ja, ja, komm ja schon. Jusen kommt auch schon. Wenn mich der Eulenbär vorbeilässt. Das war an seiner Hand beim Skelett. Jetzt geht der Eulenbär da hoch, Alter. Oh, ich glaube. Du bist halt einfach viel zu langsam, Junge. Nee, du bist viel zu fett an dir kommt man ja nicht vorbei. Kann man nur. Wie kann man als Vegetarier so fett sein? Was? Ein Eulenbär ist doch kein Vegetarier. Klar. Oh, ja. Es ist ein Bär und eine Eule. Alter. Und beides frisst großteils Fleisch. Wolltest also, du mich kommt gerade anspringen, oder? Ein Vegetarier bei raus. Wieso? Aber ich glaube schon, dass es Eulenbären gibt, die Vegetarier sind. Warum nicht? Ja, na das ja. Aber insgesamt vom Tierischen aus gesehen kann man da ja nicht von ausgehen, weil beide eigentlich großteils Fleischfresser sind. Oder beim Bär halt allesfresser. Das ist schon wahr, aber man muss jetzt auch nicht so pingelig sein. Nee. Doch. Weiter kommst du, oder? Ja. Da oben geht's nicht weiter. Jetzt so. Sagt der Eulenbär. Der kickt ein bisschen quer. Ah, hier rüber springen. Ne, aber diese riesen Armbruster. Man kann auch unten lang gehen. Oh, hier ist eine schwere Tür, Leute. Ja, die ist schon Tür. Leute, musst du mal kacken oder was, David? Ja! Geil! Mega! Warte mal, ich will mal. Warte, bleib sitzen. Ich hab Snipping Tools nicht auf. Warte. Das ist noch eine Holztruhe. Sehr schön. Datei speichern unter.
Eule. Klo. Nice. Kannst du nochmal aufstehen? Damit ich noch ein Foto machen kann, wie das, wie die Toilette vorher aussah, bevor du drin saßt. Ja, genau, so reicht schon. Ja, man muss ja ein Vorher-Nachher-Bild haben, würde ich sagen. Ja, Leute, willkommen bei SMG präsentiert. Geht nur um Fäkalien. Na, was denn los? Eulenbär auf Klo, gibt nichts Besseres. Ja, so, das wird der neue Eulen, Fetisch. Geh ich nochmal auf Klo? Ist besetzt. Mach die Tür zu. Könnte stinken. Yeah. Das ist ja schon voll da, das Eulenloch. Das Eulenloch. Ja, denkst du, dass ich hier nur kleine Hasenköke rausbringe oder was? Dich fress ich zum Frühstück. Komm doch. Aber er hat durchaus sein Frühstück. Glück für dich. So, wolltet ihr nicht eine lange Rast machen? Ja. Sollen wir hier chillen oder was? Wieder zurück, du Eulenbär. Willst du dich zurückverwandeln vielleicht, oder? Willst du erstmal springen noch ein paar Jahrhunderte? Ja, wenn ich mich heile, ist doch cool, dann habe ich 65 Leben. Mehr als du hast, Jusen. Ja, als Eulenbär, als Mensch auf immer 20 oder so. Na, wie sieht's denn aus? Also ich würde heute jetzt nicht bis 23 Uhr machen. Achso, das hast du jetzt. Hättest du es nicht vorhin schon sagen können? Ja. Nee, ja. Okay. Hab er nicht umsonst gefragt. Also, du hast gesagt, wir könnten bis 23 Uhr machen. Ja, dann hätte ich von dir erwartet, nee, ich kann nicht. Okay. Dann machen wir bis 22:30. Lass uns nicht streiten. Ja, ja. Musst du morgen früh aufstehen oder was, David? Nee, ich habe irgendwie gerade Kopfschmerzen bekommen. Meine Augen drehen die ganze Zeit. Das ist nicht gut. Nee. Also ja, alle hassen Scholin gerade, ja. So, na, dann den Tag beenden. Dann machen wir jetzt hier noch die lange Rast und dann können wir ausmachen. So ist das denn, meine Lieben. So, einer hat abgelehnt. Oh. Ui. Ah, da kommt schon wieder deine Ex-Freundin. Ex-Freundin. Die aus der Hölle. Flamme für nebenbei. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Okay. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Krieg dafür? Nur keine Zeitige. Ja, ich würfel zweitens. Obwohl, drittens wäre auch interessant. Kann mich nicht wirklich so entscheiden. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. I'll make Hast it simple. Hast du irgendeinen Vertrag unterschrieben, oder was? Will fails or refuses. Okay. And he turns to a thick blob of stinkflesh and sinks to Avernus. Scheiße. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh, okay. Cool. Wir hätten mal vorher speichern sollen, ja?
Ja, ja, Mann, unter einer Bedingung, dass du aus dem Bums rauskommst, aus dem Chess-Vertrag. Oh, and what condition is that? Oder eine Nacht Your mind mit dir. Links with Will's, drawn in by his increasing panic. Ich weiß nicht, erstens vielleicht mich irgendwie. Na, erstens oder zweitens wäre halt theoretisch die Wahl. Problem ist halt bloß, ich würde Alex jetzt diese Bürge, also nicht aufsetzen wollen, dass er den Pakt für ihn beenden muss, weißt du? Ich würde sagen, erstens. Oder? Ja, komm. Wir regeln jetzt so. And your connection fades. Wow. Er hat geschnauft, habt ihr das gesehen? Ja. Er hat gedacht wirklich, du nimmst sie das ab, Alter. Der kleine Bastard. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Obwohl, Geschichte wäre besser. Oder ja, auftreten. Geschichte. Ist egal. Ja, Geschichte hat übrigens plus 2 Intelligenz. Ja, ja, und auftreten minus 1 Charisma und plus 3. Ja, aber auch plus 2, ja, okay. Ja. Ja, vielleicht kriege ich bei Geschichte nochmal einen Bonus. So der Geschichte ist ja, naja, wenn er jetzt steht, dich an alles erinnern, was über Teufel und ihre Verträge weißt, ja. Wenn ich das schaffe und quasi mich an irgendwas erinnere, dass ich nochmal eine andere Möglichkeit kriege. Ich als glaube, die beiden, die jetzt hier sind, weißt du? Auftreten? Ich, ja, ich bin dafür, Alex. Es ist dein Charakter. Jetzt kriegst du noch einen Bonus gleich von David oder Yusen. Geht leider nicht. Okay. Wir sehen es auch nicht. Cool, kritischer Fehlschlag. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich bin blöd. Kannst du wiederholen? Stulle. Ja. Würde ich in dem Fall sogar einmal machen. Also einen kritischen Fehlschlag würde ich jetzt hier, glaube ich, vermeiden wollen. Ja. Okay. Nice. Geschafft, okay. Ja. Können wir dann mal den Dialog weitersehen, Spiel? Nein! Gibt's nicht. Said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam ready. Okay, cool. Achso, jetzt kann ich das sagen. Mach, ja, du kannst es sagen? Ja. Dann ist er weg, ja. Ja, angeblich den Vertrag eines Teufels auflöst. Ja, krass, Alter. Wir können die Verbindung einfach so auflösen. Na los. Vielleicht. Probier's. Vielleicht. Ist richtig, vielleicht. Du bist lieb und gehst hinterrücksvoll. Mach das. Sag das deine Formel. Auftreten ist nicht deins. Und vielleicht, vielleicht machst du das ja mit freiwillig. Oh, oh ja, nur Leute, das ist daran, ne? Ja, okay, komm. Hast du jetzt das obere gemacht? Jo. Ich wollte das untere. Jetzt haben wir verkackt, glaube ich. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Ja, aber wenigstens furchtlos. Fine. Dumm, aber furchtlos. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor Klauseln only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been... Especially hungry. Ey, die denkt echt, wir hätten Angst oder so, ne? Die wirklich sehen würde, wie wir drauf reagieren, dass wir dir die ganze Zeit nur auslachen, aber naja. Ihr Vigiano. Das Gespräch war auf jeden Fall nicht so gut. Mal gucken, was noch kommt. Ah, jemand hat noch Gesprächsbedarf, ja. Ja, mehrere. Na, ich gehe mal zu ihr rüber und dann quatsche ich noch mit ihm, Checo, und dann. Hey Soldier, I. Sie fühlt sich nie so gut. Well, I'm not feeling so good. Warum nicht? My engine. It's getting worse. Feels like it's gonna burst out of my chest. Ihr maschinisches Herz ist immer so dolle. I need to find a mechanic, a good one. Or this thing's going boom. Also wenn die so viel an sich rumspielen, dann hält's länger. Sollten wir uns mal drum kümmern.
Well, I imagine it's lights out, Big K. And then it'll be just you, your parasite, and the wild yonder. I'm sure you'd manage. Oh, manage diese Münzen? But this old girl's got a few things to do before it comes to that. Was für Münzen? Wo ist denn der Münzschlitz? David? Ja, ich hab die Münzen, aber ich glaube, das bringt ihr keine Zeit, aber keine Ahnung. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Checko erstmal dran. Mazora set me on fiends inside and outside the hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole. Asshole? No. An asshole is an asshole. Super. Wenn ich jetzt wieder was aussuche, ist es ein Unentschieden. Warum? Aber ich bin nicht so gemein. Ich bleib bei Jusen. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. Steck dem Teufel meinen Zauberstab in den Arsch und dann fliegt er weg wie eine Rakete. Aber ganz ehrlich, was ist der für ein Typ, Alter? Wir kämpfen ja seit für seine Freiheit und er steht nur um da, Alter. Naja, wie gesagt, hätten wir jetzt eine Person weniger und könnten den mit ins Team nehmen oder man spielt generell mit dem Charakter ihm das Spiel durch, dann würdest du die Story aus einem anderen Sichtwinkel sehen, weißt du, Jusen? Ja, aber jetzt in dieser Situation Sicht ist er voll unnötig. Der ist so frech. Du bist unnötig. Aber nicht frech. Not just what, I'd have to fight. One of those mindless blobs clawing at demons on the front lines of the blood war. Er hat auf jeden Fall schon die Windel voll. Der ist doch schon gehörnt, Alter. Oh, der ist ein richtiger Slave. Ja, du willst doch bestimmt an seinem Horn lutschen, Alter. Hab ich doch schon. Wir treffen uns kurz in seinem Zelt. Spaß. Wenn du nicht so böse sein bist, dann machst du Viertens. Das ist furchtbar, ist doch blöd. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich Viertens nehme. Ich dachte, du willst lieb sein. Aber immer kommst du hier mit so einer vierten Aussage. Was ist denn da los? Komm hier, du bist doch der Hoffnungsträger. Mach erstens. Was sagt David? Mir ist es egal. Es ist dein Charakter, Pyrus. David will nur noch schlafen gehen. Ja, der Kopf, aber Aui. Ja. Yes. Unless Mazora actually fulfills her promise and sets me free. I always knew what my future held. And I know I chose right. Das ist eine Lebensgeschichte, der soll ein Buch schreiben, Alter. Na okay, dann machen wir ja an der Stelle Feierabend. Genau. Meine Lieben. Denn, weiß nicht, habt ihr am Donnerstag alle Zeit? Ich? Ja. Weiß ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Okay, dann sagen wir einfach vielleicht Donnerstag und sonst gibt es am Donnerstag irgendwas anderes. Lasst euch da überraschen. Und dann habt noch einen schönen Abend. Guckt bei YouTube gerne mal vorbei, bei SMG präsentieren. Oder auch gerne immer beim Schachschaulin, wenn er streamt. Und ja, gehabt euch wohl. Bis denn, Antenne. Schlaft schön. Und so weiter und so fort. Oder was, meine Lieben? Jo, haut da rein. Schönen Abend euch. Bye. Tschüss. Ciao, ciao.